hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um Gnome, genau gesagt um Gnome 44. Und ich schaue mir jetzt bei der Gelegenheit mal direkt an, was das genau bedeutet. Gnome 44, was gibt es dort zu berichten? Ich werde auf allgemeine Funktionen eingehen, was Gnome 44 betrifft. Dann gibt es ein Update in den Systemeinstellungen. Zum Thema Apps gibt es auch einige Änderungen, wie zum Beispiel am Software Center. Und über den Dateibrowser Nautilus gibt es auch einige Veränderungen. So, ich fange mal mit den allgemeinen Punkten an. Das wären zum Beispiel Kernkomponenten wurden überarbeitet, Gnome Shell optimiert. Das bedeutet, dass zum Beispiel die GTK4-Integration ist jetzt nahezu abgeschlossen und das ganze Look and Feel von Gnome Shell wurde auch nochmal überarbeitet. Dann rechts oben in diesem Quick Setting Menü gibt es Veränderungen zum Thema Bluetooth. Es werden generell mehr Details angezeigt und die aktive Verbindung wird auch besser dargestellt. Zum Beispiel VPN-Verbindungen sollen dann besser angezeigt werden. Ja, und sowas in der Richtung. Dann auch ganz neu hinzugekommen ist die Background-App. Also eine Anzeige, welche Apps bzw. welche Programme im Hintergrund laufen, sollen allerdings mit der Einschränkung, dass nur Flatpaks unterstützt werden. Ich hoffe mal, dass durch diverse Updates das auch noch behoben wird, dass im Endeffekt dann alle Pakete angezeigt werden. Aber auf jeden Fall ist der Gnome schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, und im Login-Fenster gibt es auch nochmal diverse Verbesserungen. Optischer Natur in erster Linie wohl, dass das ganze Grafikdesign halt eben größer dargestellt wird. Jetzt kommt der nächste Punkt, Systemeinstellung. Was hätten wir da zu erwarten? Ja, laut meinen Recherchen wäre zum Beispiel die WLAN-Handhabung verbessert worden. Zum Beispiel kann man das Ganze auch mit dem QR-Code versehen. VPN optimiert mit WireGuard. Gerätesicherheit wurde vereinfacht, also zumindest die Information darüber. Soundeinstellungen wurden noch mehr vereinfacht. Ich fand die jetzt schon ziemlich einfach, aber da soll es auch nochmal eine Überarbeitung zu geben. Wenn zum Beispiel mehrere Apps auf die Klänge zugreifen, dass man da eine bessere Auflistung hat. Und nochmal ein paar Feineinstellungen zu Maus- und Touch-Einstellungen. Und die Barrierefreiheit wurde auch nochmal aufgefrischt. Jetzt kommt der Bereich Apps. Ja, im Bereich Apps gibt es auch diverse Veränderungen, zum Beispiel im App Store. Der soll jetzt noch schneller sein und das wurde auch mal langsam Zeit, weil der App Store war ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr langsam. Und das wurde jetzt dementsprechend auch behoben, das Problem. Ja, die ganze Optik, die soll sich noch ein bisschen verändert haben. Und das Abwählen von unfreier Software soll jetzt auch besser gestaltet sein. Und dann gibt es noch eine Veränderung zu Flatpaks. Die sollen jetzt nicht mehr so leicht zu integrieren sein. Das schauen wir uns auch mal an. Dann wurde der Gnome Webbrowser überarbeitet bzw. verbessert. Hat zum Beispiel so eine Tab-Vorschau-Funktion bekommen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Dann die nächste Anwendung, Gnome Maps, zeigt jetzt mehr Informationen an. Soll wohl auch unter anderem auf Wikipedia zugreifen, um dann direkt über die Karte dann dementsprechend auch mehr Informationen zu bekommen. Ja, Kontakte kann man jetzt per QR-Code generieren. Bei der Konsole gibt es auch ein Update. Ja, die Wetter-App habe ich zwar nie benutzt, aber soll jetzt eine bessere Grafik haben. Und das Programm Boxes ist ja sowas ähnliches wie VMware bzw. wie VirtualBox. Und das wurde auch nochmal überarbeitet. Ja, Fenstermanager gibt es auch noch etwas zu berichten. Und zwar ist die Skalierung jetzt stufenlos möglich. Aber ich meine, das gibt es schon länger. Aber ist egal, wir schauen uns das mal an. Vielleicht gibt es ja da auch noch die eine oder andere Verbesserung. So, dann kämen wir jetzt zum letzten Punkt. Das wäre der Nautilus. Beim Nautilus bei Dateiauswahl optimiert, betrifft aber nur GTK4-Anwendungen. Use3-Funktion kann es standardmäßig aktiviert werden. Die Tabs-Funktion wurde nochmal optimiert und Bilder in der Zwischenablage können jetzt direkt abgespeichert werden. Also der letzte Punkt, der interessiert mich persönlich am meisten, weil ich doch sehr viel mit Bilder aus der Zwischenablage arbeite, beziehungsweise mit Screenshots. Und da wäre das ja dann eine feine Sache. Gut, ich würde sagen, Butter bei der Fische. Ich switche mal rüber zu Gnome 44 und dann schauen wir das uns mal gemeinsam an. Und ja, was fällt uns auf? Die Leiste ist unten, die Schnellleiste. Okay, wir haben zwei Desktops haben wir hier aktiv und wir haben ein neues Hintergrundbild.
Gut, jetzt klicke ich mal hier auf Aktivitäten. Und dann komme ich dementsprechend hier in den Desktop-Modus. Aber ich habe jetzt keinen Zugriff auf die Leiste. Also brauche ich dann eigentlich noch einen extra Klick, um auf die Schnellstarterleiste zu kommen, auf dieses Panel hier, beziehungsweise in die Apps. Also das muss ich sagen, das ist für mich jetzt kein Vorteil. Ja, was fällt uns auf? Die Icons wurden natürlich überarbeitet. Sind jetzt alle ein bisschen moderner, ein bisschen hübscher aus, keine Frage. Ja, was stand noch auf meiner Liste? Zum Beispiel die Wetter-Apps überarbeitet. Dann schauen wir uns die mal an. Nach einer Stadt suchen. Gebe mal hier mal eine Stadt ein. Und wie Sie sehen, findet er nichts. Gehen wir mal ein Recklinghausen. Findet er auch nicht. Dortmund. Ah ja, Dortmund kennt er. Dann gebe ich mal ein Münster. Kennt er auch. Also besonders viele Städte kennt die App schon mal nicht. Düsseldorf kennt er nicht. Was wäre noch bei mir in der Nähe? Aachen kennt er nicht. Nehmen wir mal Dortmund. Das ist so halbwegs in der Nähe. Ja, das sieht ja schon mal ganz nett aus. Nur jetzt habe ich das Wetter von Dortmund. Das bringt mir jetzt nicht so sehr viel. Aber die App als solches, die wurde auf jeden Fall schon mal verschönt. Das kann ich schon mal bestätigen. So, was haben wir noch hier für Apps? Uhren. Ich klicke jetzt mal alles an, was so gnometechnisch ist. Stoppuhr. Ja, warum nicht? Timer kann ich sogar setzen. Ich mache mal eine Minute. Ich gucke einfach mal, was passiert. Ich schließe mal die App. Genau, und bei Maps gab es hier auch eine Optimierung. Das wäre jetzt hier Maps. Info zu Karten. Ja, auf Deutsch heißt es dann logischerweise Karten. Und wenn man jetzt hier irgendwo reinzoomt, soll man dann hier auch diverse Informationen bekommen. Als Beispiel, hier muss es doch irgendwelche Einträge geben. Zeit ist abgelaufen. Ja, das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab. Es kam einmal ein akustisches Signal und ein visuelles Signal mit dem Benachrichtigungsfenster. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, das finde ich eine coole Sache. Was man hier noch für neue Informationen hier herauslesen kann. Ist klar, jetzt habe ich nur irgendein Haus hier angeklickt. Was ist hier? Und dann bekommt man sofort, wird man dorthin verlinkt. Ja, das ist definitiv neu. Das gab es vorher noch nicht. Und hat dann sofort die Homepage als Beispiel dann... kann man darauf zugreifen. Ja, das ist eigentlich eine feine Sache, weil ich ganz gerne mit Karten so arbeite. Wird die App so langsam mal interessant. So, was kann ich nochmal eben auf der Schnelle testen? Texteditor. Da gibt es, meine ich, auch eine Änderung. Hier habe ich schon mal irgendeinen Text vorbereitet. Wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte und dann scrolle, dann kann ich den Text, kann ich jetzt dementsprechend jetzt auch vergrößern und verkleinern. Dann kann man einmal den Modus ändern, zum Beispiel Dark-Modus. Hellen Modus. Dann kann man das ganze Layout noch ändern. Mit zum Beispiel, warte, das sah doch ganz gut aus, ne? Automatisch einrücken könnte man dementsprechend noch deaktivieren. Rechtschreibprüfung, das macht das gerade beim Texteditor, macht eine Rechtschreibprüfung nicht wirklich Sinn. Und die Zeilennummer kann man auch noch einblenden. Ja, prima, dann hat der Texteditor ja eigentlich alles, was er so braucht. So, was haben wir noch? Boxes. Oder Boxen. Ja, kenne ich, aber ich habe da ehrlich gesagt noch nie mitgearbeitet. Deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Da muss ich nochmal einen separaten Test zu machen, denke ich mal. Finde ich auch schon mal gut. Gut, und das war's jetzt erstmal. Einstellung könnte ich nochmal ganz kurz gucken. Da gibt es ja auch ein paar Veränderungen. Ja, ich überfliege jetzt hier einfach nochmal so eine schnelle Netzwerk verbunden. VPN einrichten. Ist sofort SSH installiert. Das musste man sonst vorher immer nachinstallieren. WireGurat. Auch das mit dem Dark-Modus kann man jetzt dementsprechend dann auch verändern. So, beim Umswitchen in den Dark-Modus ist mir jetzt Gnome abgestürzt. Aber das liegt da auch bestimmt auch daran, weil Fedora jetzt hier noch in einer Beta-Version ist. Und da mögen wir Ihnen den einen oder anderen Absturz nochmal verzeihen. Jetzt unten fehlt zum Beispiel auch ein Teil von der Übersetzung noch. Aber das wird im Laufe der Zeit mit Sicherheit alles noch kommen. Datenschutz sieht jetzt so aus. Ordnungsdienste, Kamera, Mikrofon, Freigaben. Das wäre für mich, für meinen
Netzwerk wäre das eigentlich interessant. Das muss ich dann dementsprechend dann auch mal testen, wenn ich meinen Server aktualisiere. Ja, genau. Und hier bei Audio soll es ja auch eine Veränderung geben. Ich mache mal jetzt hier einen Test. Ah ja, das ist, glaube ich, neu. Front, left, front, right. Genau, wenn man dementsprechend dann jetzt Surround hat, könnte ich mir vorstellen, dass dementsprechend hier mehr Boxen angezeigt werden. Das in der Tat war vorher so auch nicht. Genau, und das gab es definitiv vorher auch nicht, dass man dementsprechend die Soundkarte so einstellen kann. Ja, und jetzt ist das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt kann man dementsprechend... Das ist cool. Das ist aber mal richtig gut. Also wenn man das an einer vernünftigen Anlage anschließt, dann kann man da mit Sicherheit soundmäßig noch einiges rausholen. Die Mauseinstellung und Touch-Einstellung kann hier noch verfeinert werden. Ja, das ist auch überarbeitet worden, ist klar zu erkennen. Und die Barrierefreiheit. Hier gibt es auch noch verschiedene Änderungen. Hier sind, glaube ich, verschiedene Kategorien. Warum nicht? Also alles, was das Thema Sehen betrifft, was das Thema Hören betrifft und so weiter. Ja, ist auch nochmal richtig schön strukturiert. Und Info, hier können wir noch ganz kurz gucken. Hier müsste dann eigentlich dementsprechend Gnome 44 stehen. Ah, hier steht nichts, nicht verfügbar. Gut, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Muss natürlich installiert werden, aber daran soll es ja nicht scheitern. Hier steht es auch nicht. Ja, versuchen wir mal ScreenFetch. Muss bestimmt auch installiert werden. Da steht's. Gnome 44, aber auch Gnome ist auch noch in der Beta-Version. Okay, das gibt natürlich jetzt einen Sinn, warum die eine oder andere Funktion vielleicht noch nicht integriert ist. Da muss ich ja dementsprechend dann auch nochmal bei der Release-Version nochmal nachschauen. So, wir gucken uns mal das Quick-Menü hier an. Ja, man sieht schon, es sieht natürlich schon anders aus. Man hat hier einen direkten Zugriff auf die Power-Mode-Einstellung. Je nachdem, was man haben will. Dark-Modus, kabelgebunden und kann sofort die Netzwerkeinstellung dementsprechend einstellen. Und hier kommt man sofort in die Klangeinstellung rein. Ja, das finde ich auch prima. Das sind ja auch so Funktionen, die ich immer oft benutze. Hier fehlt jetzt noch das mit den Backgrounds. Das soll hier eigentlich ja auch sein. Es ist natürlich schade, dass ich es hier noch nicht finde. Hier sind die Einstellungen wie gehabt. Das ist wohl auch noch nicht integriert. Eigentlich schade. Ich gehe da nochmal hinein in den App Store. Genau, es gab ja da auch noch ein Update, habe ich mal nicht gesehen. Oh, das ging schnell. Habt ihr gesehen? Das lasse ich jetzt auch mal ungeschnitten. Ein Klick und der App Store ist da. Das ist natürlich schon mal super. Ich mach den mal hier ein bisschen größer auf Vollbild. Und sagt er mir Updates. Das war ja auch mal so eine Geschichte, dass die Updates auch ziemlich lange gedauert haben und auch teilweise ein bisschen hakelig verlief. So, Fedora macht jetzt sofort einen Neustart, aber das hat er mir auch so angezeigt. Aktualisieren und Neustarten. Und das ist beim allerersten Update, wenn man Betriebssystem frisch installiert, nicht ungewöhnlich. So, jetzt werde ich hier erstmal einen Schnitt einlegen. Aus irgendwelchen Gründen fährt die virtuelle Maschine jetzt nicht hoch. Wie gesagt, Fedora 38 und Gnome ist noch in der Beta-Version. Insofern muss ich noch mal warten, bis die Release-Version wieder da ist. Und dann werde ich das Video an dieser Stelle dann fortsetzen. Im nächsten Video seht ihr vielleicht Ubuntu oder vielleicht auch eine andere Distro. Also, bis später. So, mittlerweile habe ich Ubuntu 23.04 installiert mit Gnome 44. Aber zum Vergleich mache ich jetzt das Ganze mal mit Ubuntu und Gnome 44. In diesem Video geht es ja in erster Linie um Gnome 44, ja, und seine Veränderung. Hier ist ganz frisch installiert. Hier kommt sogar noch ein Begrüßungsfenster. Aber das überspringe ich mal hier. Sende, ja, meinetwegen. Sende ist eh nur die virtuelle Maschine. Das passt alles. Ich ändere mal hier eben die Bildschirmauflösung. Ja, das müsste die Auflösung meines Monitors entsprechen. Dann gehe ich mal hier eben auf Vollbild. Und machen wir diese komische Hilfe hier weg. Ja, das wäre jetzt hier Ubuntu 23 mit Gnome. Ganz nackig. Ohne irgendwelche Extras. Und wie man vielleicht sieht,
ist die Leiste ist natürlich bei Ubuntu jetzt nach links gewandert, also von unten nach links. Als erstes werde ich erstmal gucken, wo ich hier wirklich bin. Auch hier ist Screenfetch nicht standardmäßig installiert. Das habe ich gerade eben nachgeholt und mache das Fenster mal ein bisschen schöner und schauen uns mal, was jetzt Screenfetch sagt. Ja, hier steht es, hier steht Gnome 44 ohne den Zusatz Beta. Allerdings liegen jetzt auch, glaube ich, schon wieder fast 2 Wochen zwischen der Fedora-Version und jetzt dieser Ubuntu-Version. Weil heute ist nämlich der 7. April. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon mal unter Gnome 44 und ich zappe jetzt, wie gesagt, noch einmal jetzt hier über die Oberfläche und blende dann die interessanten Informationen jetzt hier ein. Hier sehe ich zum Beispiel direkt Bildschirmfoto, das ist, meine ich, so neu, dass man dementsprechend dann direkt diesen Quick Launcher, ich glaube so heißt er, kann man ein Bildschirmfoto machen und auch gleichzeitig eine Videoaufnahme. Das ist, meine ich, auch neu. Das finde ich jetzt gut. Was können wir jetzt hier noch erkennen? Dunkler Modus, okay. Hier fehlt mir zum Beispiel das mit den Hintergrund-Apps. Das sollte eigentlich auch in diesem Quick Launcher sein. Ich zapp nochmal einen Schnelldurchlauf hier durch die ganzen Einstellungen, ob mir irgendetwas auffällt. Hier könnte ich zum Beispiel auch mal den Leistenmodus aktivieren. Automatisches Ausblenden, so habe ich es nämlich immer standardmäßig. Ich springe nochmal ganz kurz in den Dateibrowser hinein, in dem Fall in Nautilus. Kann man mit Steuerung und dem Mausrad kann man dementsprechend Ordnergröße verändern. Typ kann man direkt anklicken. Oh, es geht nicht. Ach nee, das ist die Sortierung. Hier von A bis Z ist er richtig. Ich mache mal jetzt hier die rechte Maustaste. Oh, das haben sie ja rausgenommen. Das zeige ich mal eben. Wenn ich jetzt hier die rechte Maustaste klicke, passiert nichts. Jetzt gehe ich auf Gnome 43. Das wäre jetzt meine echte Maschine. Wenn ich jetzt hier die rechte Maustaste klicke, dann kann ich dementsprechend dann auch noch Typ anwählen. Und solche Scherze, das wäre also jetzt ein Rückschritt. Und hier wäre ich meine, das wäre jetzt hier Gnome 42.5 habe ich jetzt hier aktuell. Das ist jetzt hier die LTS-Version. Oder die haben das ausgelagert. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze jetzt hier versteckt ist. Schauen wir mal eben unter Einstellung. Genau, Baumstruktur oder früher ist das Ustream. Verknüpfung, dauerhaftes Löschen. Nee, sonst kann ich keine Erneuerung jetzt hier feststellen. Sichtbare Spalten. Ach, hier ist es jetzt drin. Ja, okay. Ist einfach nur ein bisschen ausgelagert. Und jetzt könnte ich dementsprechend dann auch hier was verändern. Ja, ich fand es vorher besser. Und das wäre jetzt ja hier auch neu, dass man das Fenster so anders quetschen kann. Andere Orte. Ja, das bleibt hier auch, dass man hier die Serveradresse eingeben kann. Ja. So viel noch zum Nautilus. So, ich kann ja mal ein paar Erweiterungen installieren. Ich gebe mal hier eine Erweiterung. Aber die Erweiterung kann ich auch schon mal installieren. So, dann schauen wir mal, ob wir den Gnome Desktop nicht ein bisschen verbasteln können. Installieren und auf das Zahnrädchen hier und hier kann man dementsprechend auch noch wunderschöne Einstellungen vornehmen. Da muss man hier noch einmal auf Clock klicken
Und dann könnte man zum Beispiel jetzt hier die Farbe ändern. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe jetzt einfach hier ihr vorgeschrieben, der Tuxer. So sieht das ja bei mir aus. Dann schreiben wir es richtig. Und dementsprechend die Uhr und das Datum kann man dann auch noch ein bisschen anpassen. Einfach nur Freitag, April ist für mich ein bisschen mager. Dann über Date kann man dann, machen wir das mal, wo soll das hin, nach vorne, ne? Macht am meisten Sinn, Prozent D, genau. Dann hätten wir den 7. Freitag im April. Ja, komisches Format, aber denk mal, ist es verstanden, was damit gemeint ist. Gut, kurzes Fazit zu Gnome 44, Stand 7. April 2023 um 9.20 Uhr. Ja, es sind viele Gnome-Optimierungen vorhanden, aber nicht alle konnte ich jetzt finden, so wie es auf der Homepage geschrieben wurde oder auf diversen anderen Internetseiten. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die offizielle Version rauskommt. Das Ganze ist ja noch im Beta-Status und ich bin mal auf die finale Version gespannt, wenn dann wirklich die letzten kleinen Optimierungen auch noch mit einfließen. Auf jeden Fall ist der Gnome für mich auf dem richtigen Weg und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Ubuntu-Version, dass ich dann dementsprechend das vernünftig testen kann. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!